Er ist einfach so, wie man denkt, dass er ist. Er schützt was. Und darum geht es mir nicht um die kölsche Mundart. Für mich ist er ein Aufklärer. Er stellt sich auf die Bühne, hat eine Aura, der braucht gar nichts zu sagen. Der unterhält die Leute einfach nur darauf, durch dass er steht. Wolfgang nimmt sein Leben auch mit auf die Bühne. Der wird ernst genommen und die Leute, denke ich mal, vertrauen ihm. Ich glaube, der macht das einfach alles wahnsinnig gerne. Er hat ja auch noch genug in seinem Kopf. Muss raus. Gut. Der würde wahrscheinlich eingehen wie eine Primel, wenn er das nicht könnte. Mit der ganzen Band da auf dem Schiff, also für mich war das super. Das generell, wenn man auf Wasser guckt, dann wird man sich ja auch bewusst, Vergänglichkeit, diese ganzen Sachen. Dunkelgraue Himmel mit der Strömung wie das Schiff. Damit bis nach Holland, nirgendwo mich fest. Volle Kraft voraus, alle Mann an Deck. Also der Rhein hat natürlich für mich eine riesige Bedeutung. Das ist so fast ein Symbol für Fernweh, für Sehnsucht. Und das ist auch, hat sich auch nie geändert. Also wenn ich auf den Rhein gucke, das sind immer ungeheuer beruhigende Momente. Da kann so viel Stress ansonsten ablaufen. Wenn ich da sitze und auf den Rhein gucke, werde ich ruhig. Der levelt mich ein. Das ist wunderbar. Deswegen war ja auch so die Idee, dass Tina und ich so eine Rheinfahrt machen, wie ich es mir immer erträumt habe, ehrlich gesagt. Also es war für mich immer so, ich wollte nie mit so einem Touristendampfer fahren, das wäre mir zu langweilig geworden. Wenn, dann halt mit so einem Frachtschiff, am liebsten dann tatsächlich von Rotterdam nach Basel oder umgekehrt. Zwischen Rotterdam und Basel, sich Jahrzehnte, stromaufwärts und leere Tour. Die Häufigkeit, dass der Rhein in den Texten vorkommt, ist viel, viel höher, als dass der Dom vorkommt. Der Dom ist gar nicht so wichtig. Deswegen ist der Rhein eindeutig der Hauptdarsteller. Mitten am Fluss ist es ganz still. Als Kind haben wir am Rhein gespielt und wir durften ab einem bestimmten Alter dann auch mit von größeren Jungs begleitet dann auf die andere Rheinseite, auf die Pollerwiese spielen. Das war für uns sowas wie ein Ritterschlag, wenn wir das durften. Also wenn ich mir das heute überlege, ich glaube, ich war schon sehr, sehr behütet. Ich bin ja selten aus dem Radius 50 Meter rausgekommen. Man konnte ja gefahrlos auf der Straße spielen. Da kam ja, wenn es hochkam, alle 10 Minuten mal ein Auto. Nachdem die Nabelschnur gab, war im 6. Jahr am Krieg. In den etwas späteren Jahren haben wir natürlich auch in den Trümmern gespielt, was schon gefährlicher war. Die Trümmern vom Weltkrieg waren natürlich fantastische Abenteuerspielplätze. Holz die Bohre kliniert, dank Opas unehelichem Kind. Da war eine Creme. Der von Hetzi Hut, doch leider ohne Stolz. Sing, zweite Frau, die oft betont hat, was sie all die anders wollt. Also, meine Eltern hatten ein kleines Lebensmittelgeschäft auf der Ecke, Köln-Severinstraße 1. Ich habe immer gegen den Begriff Tante-Emma-Laden gewehrt, weil Tante-Emma-Laden würde ja bedeuten, meine Mutter wäre die Tante Emma. Und Emma waren immer die dicken Frauen aus den Witzen, die hinter der Tür standen mit dem Nudelholz, wenn der
in der Regel betrunkene Ehemann, der Emil hieß, nach Hause kam. Damit gab es dann eine über die Rübe. Also meine Mutter war keine Emma. Meine Mutter war eine schöne Frau. Die hat mich eher an Sophia Loren erinnert als an irgendeine dicke Oma. Er war sehr nah an seiner Mutter, die in dem Gemüsegeschäft war, von morgens bis abends. Und der Vater, der war auch immer da. Es war immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also meine Familie bestand aus einfachen Leuten, definitiv. Also ob das jetzt Mittelschicht war oder ob das Working Class war. Mein Vater war Adenauer-Fan, konservativer Geschäftsmann in seinem kleinen Laden. Und er hat gearbeitet von morgens sehr, sehr früh. Und er war der Letzte, der ins Bett gegangen ist, weil er abends noch die Buchführung machen musste. Sowohl mein Bruder, mein 20 Jahre älteren Halbbruder, wie auch seine Frau, die Käthi, die haben da gearbeitet. Und ich war der Erste, der aufs Gymnasium gehen durfte, von der ganzen Familie. Und später dann auch Kunst studieren durfte, was natürlich auch zu einigen Fragezeichen geführt hat. Das war ja nun eigentlich eine brotlose Kunst. Gestaltungsvorschlag. Malerei hat auch mit Musik zu tun. Beides Künste, in denen man aus sich rausholt. Ob ich jetzt Bilder male oder ob ich Texte male, das ist völlig egal. Für meine Examensarbeit hatte ich mir überlegt, ich will Werbungen, in denen ich religiöse Zusammenhänge sehe, vor allen Dingen um die Weihnachtszeit, will ich wieder in einen religiösen Zusammenhang bringen. Natürlich ironischerweise, klar. Und so habe ich mir dann aus den verschiedensten Süßigkeiten Werbungen die Abbildungen besorgt und habe die praktisch in eine Kreuzform übertragen. Der Schmal war auf jeden Fall dabei. Und der Angelito, der Sohn des Eckwirts, der war damals so 14 oder 15. Und wir drei haben tatsächlich dann die Kreuze geschultert und sind dann bis Ecke Ubiering, wo sie dann aufgehangen wurden, mit der Kommission der Dozenten, die dann auch begutachten konnte. Und das Irre war natürlich, dass das kurz vor der Weihnachtszeit war und dann die Freunde der Kölner Werkschulen ihre Weihnachtsfeier in diesem Saal gemacht haben. Und da hat dann tatsächlich meine Kreuzigungsgruppe, also Golgatha habe ich die genannt, hat da gestört. Und im Endeffekt hat es funktioniert, dass ich doch provoziert habe damit. Also ich musste das abhängen für die Weihnachtsfeier. Dass dann trotzdem, dass er dann weg musste, war schon irre. Aber ich habe mich natürlich bestätigt gefühlt, ne? Also, oh ja, wunderbar. Der hat immer rumgeklimpert auf seiner Gitarre, auch in seiner Wohnung. Aber das war jetzt alles nicht, wo wir gedacht haben, das wird jetzt mal der Hammer oder so. Also die ersten richtigen Gehversuche hat er eigentlich gemacht, als er abends in der Kneipe, wo er oft war, da so Mini-Auftritte hatte. Das fanden auch alle irgendwie klasse. Als ich dann Zivildienst machte, habe ich notgedrungen oder war einfach ein schöner Programmpunkt, nachmittags in der alten Tagesstätte mit den alten Herrschaften unter anderem auch ein bisschen Musik zu machen. Und dann kamen so die ersten, so dass ich dachte, oh, kannst du eigentlich für die nette Oma Hermanns, kannst du auch mal ein Geburtstagslied auf Kölsch schreiben. Lev Alfred Hermanns gibt's noch, aber nie aufgenommen. Aber ein wunderschönes Stück für eine über 93 Jahre war sie geworden. Das war meine Lieblingsoma in diesem alten Tagesheim. Den habe ich zum ersten Mal wahrgenommen in der Nordstadt, in der alten Feuerwache im Norden Kölns. Wir spielten draußen auf einer großen Bühne im Freien. Ich bin dann auch in diese Garage mal reingegangen und habe ihn dann auf der Bühne gesehen. Dann gedacht, oh, der singt ja Kölsch. Da singt ja noch einer Kölsch außer uns. Unter anderem hatte ich dann auch mal Liebeskummer und dann habe ich Helfe kann ja keiner geschrieben. Das habe ich dann auch irgendwann mal zu dieser Band mitgenommen, mit der wir uns dann einmal in der Woche getroffen haben, um ein bisschen
nicht karriereorientiert, aber auch kein Karriereplan bei. Wir wollten einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Musik machen. Und dann habe ich da mehr von gemacht. Mich an die, wirklich an den Bob Dylan Talking Blues Stücken orientiert. Und dann haben wir irgendwie mal gefragt, ob wir im Klotwig-Eck nicht mal spielen können. Also in unserer Stammkneipe. Wenn die Jans kaputt ist, wird auf einmal einer fort ist. Ein Freund von einer Freundin hatte damals so ein Mini-Plattenlabel gegründet und der hat gesagt, weißt du keinen, den man irgendwie gut, mit dem man eine Platte machen könnte? Und dann habe ich gesagt, ja, guck dir die doch mal an. Richtig, das war ja noch Blondie-Zeit. Ja, ja. Genau. Blondie ja. Im Körbchen. Genau. Sehr schön. Offen haben wir gespielt. Ja. Hier haben wir gesessen. Genau. Ja, klar, hier natürlich Milchbrot. Damals war das für uns eine Sensation, hier zu sein. Ne? Das war auch ein Aufbruch. Ne? Für uns war eins nach dem anderen immer wieder eine Sensation. Ja, wie jetzt? Eine Platte aufnehmen? Wie jetzt? Die wollen dafür in Wuppertal spielen? Das war immer ständig so, wie jetzt? Man staune. Hm. Man hat aber kein Mensch an Rock oder Rock'n'Roll gedacht. Es ging darum, deine Sachen, so wie du sie eigentlich vorhattest oder auch gemacht hast, in der Kneipe zu spielen. Dann bandtauglich zu machen, dass man mit einer Band auftreten kann. Ne? Und hast du überlegt, wie wir mal arrangieren können? Ja. Weil wir hatten ja alle keine Ahnung von Arrangements. Ich auch nicht. Einfach, ich hatte halt ein bisschen Klassik gelernt und deswegen wusste ich wenigstens, wie man damit umgeht. Der Einäugige unter den Blinden. So war das. Das war, vielen Dank. Genau so war genau das. So war genau das. Pass auf, du, ich spiele was, spiel was an und du rätst, was das ist. Ja. Geschrieben? Ich glaube 77. 78. Das muss von dir oder mir gewesen sein. Ich glaube, es war von dir. Es war sehr witzig, weil ich zu der Zeit auf Bands wie Earth, Wind & Fire etc. gestanden habe. Und dann kam mir jemand mit dieser Produktion um die Ecke, die von der Produktion her wirklich schülerbandartig war, mit aber unglaublich guten Texten, die sich von der Kölschen Musik definitiv absetzten. Wir kriegten mehr Auftritte, dann kam auch der Besetzungswechsel, dass der Major zu uns in die Band kam und dann tatsächlich das Ding auch mal zum Rocken brachte. Der Major war halt der Guitar Hero, der da vorne stand. Aber Wolfgang hat das Ganze also zusammengehalten und er war quasi elektrisch. Auf der Bühne hat er gelebt. Ich bin jetzt krampfhaft bemüht, Kurzweil zu schaffen. Sein Kumpel, Freund, Spannmann und sein Alles war ja schmal. Wenn es lustig wurde, hatten die beiden den Schalk im Nacken und waren hervorragend drin, auch auf der Bühne sich spontan die Bälle zuzuwerfen und Spontanität und wirklich viel herrlichen Blödsinn zu machen. Deo, lass mich nicht im Stich, denn sonst stinke ich fürchterlich. Und hebe so einem Auftritt ist das, ja. Wir haben uns im Humor ergänzt. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Privatleben. Das war schon klasse. Aber als Sänger musst du schon noch irgendwie, weißt du, ja, Tambourin schlagen oder irgendwas machen, dass du nicht nur blöd rumstehst. Jawohl, ich freu mich radio dich. Er stellt sich auf die Bühne, hat eine Aura, der braucht gar nichts zu sagen. Der unterhält die Leute einfach nur dadurch, dass er steht. Das haben nur ganz, ganz wenige Menschen. So eine Persönlichkeit, die man ausstrahlt. Ich käme nie auf den Gedanken, irgendwie ein Solo einzufordern oder sowas. Ich weiß, was ich kann. Ich kann Texte schreiben, ich kann die Texte rüberbringen. Ich bin in der Lage, ein Publikum zu unterhalten, durch das Programm zu führen. Das kann ich alles. Das
kann wahrscheinlich keiner von den anderen. Ich weiß, wo meine Qualitäten liegen, aber ich weiß auch, was ich alles nicht kann. Ich bin Geschichtenerzähler. Ich singe meine Geschichten, ich schreibe meine Geschichten, ich male meine Geschichten. Aber ich kann meine Geschichten nicht auf einem Instrument ausdrücken. Dafür musste man Musiker sein. Das Besondere ist seine Gabe, Ereignisse des Lebens so gut beschreiben zu können. Also der sieht irgendwas und sofort fällt ihm dazu ein Text ein. Wolfgang hat eine große Melancholie, die ihn auch so tiefschürfend macht. Also er guckt sehr genau hin. Er kriegt unwahrscheinlich viel mit auf allen Ebenen. Und das fließt natürlich auch immer in seine Texte ein. Ich sehe Wolfgang immer als wirklich großen Poeten. Ich neige mein Haupt und ziehe auch meinen Hut. Wolfgang ist gepolt auf Menschen, mit Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit. Ein Erlebnis, ein Ärgernis, eine gute Zeit, also das kann alles sein, aber es muss bei ihm selber erstmal angekommen sein und dann hat er eine Motivation, es auch zu besingen in einem Text. Der hat jetzt nicht irgendwelche Themen besetzt, weil er dachte, die wird es noch in 50 Jahren geben, sondern er hat die Themen besetzt, weil die besetzt werden mussten und hat nicht aufgehört. Und heute sind die immer noch aktuell. Das ist einfach ein Handwerk. Man muss viel Gefühl reinlegen, damit es auch so rüberkommt, wie es dann auch gedacht ist. Das ist nicht einfach. An der Flingsportsliste mit Singekumpels und der Mammutflash Lambrusco. Der Plastik dünnt, mit singebar Klamotte steht die Dusche. Wenn ich einen Text schreibe, sollte ich nicht von der Pointe aus arbeiten, mich nach an den Beginn des Stückes, in die erste Strophe, sondern eigentlich offen lassen. Alle Möglichkeiten offen lassen, wohin das Stück sich entwickeln kann. In den frühen Jahren war das oft so, dass ich mich tatsächlich hingesetzt habe, weil ich aber auch Spaß hatte, an der Gitarre irgendwas zu spielen und dann mehr oder weniger durch den Zufall kommt dann, das könnte ja davon handeln. Mal gucken, was sich dann entwickelt. Das heißt für mich, meine Steuerbordseite an seine Steuerbordseite. Die Frage hat mich immer beschäftigt, wie kann man die Dinger bauen und weiß im Endeffekt nicht, wo man mit dem Atommüll hin will. Also welche Lobby dahinter gesteckt haben muss, um das überhaupt zu bauen, ist unvorstellbar. Es sind einfach nur Sachen, die selbst erlebt sind, die raus müssen irgendwie. Es ist also nichts, wo man sich überlegt hat nach so einer Abhackliste, es müsste mal ein Stück zum Thema Jugendarbeitslosigkeit oder es müsste mal ein Thema so und so behandelt werden oder so. Wir leben, glaube ich, sehr von der Authentizität. Das ist die Firma BAP, seit 6 Monaten unterwegs auf Tournee zu mehr als 150 Konzerten. Jedes ist wochenlang vorher ausverkauft. BAP auf Hochdeutsch Vater, ein Phänomen, entstiegen aus den Kneipen der Kölner Südstadt und heute eine Kultgruppe. Mit dem, was Sie an ganz persönlichen Erfahrungen in Ihren Liedern ausdrücken, ohne Handlungsanleitung, wie Sie betonen, sprechen Sie Ihrem Publikum aus der Seele und produzieren inzwischen goldene Schallplatten. Sie haben andere Fans, aber nicht weniger treue. Also ich finde, die sind auf jeden Fall aus dem Leben. Das sind Sachen, die man
tagtäglich durchlebt, die man oft nicht so ausdrücken kann, wie man es gern möchte. Bab versucht, die Leute anzuregen, zu denken und nicht den Leuten etwas, was gedacht ist, in den Kopf zu stoppen. Wolfgang hatte eine moderatere Art und Weise, die Missstände anzusprechen. Und ich glaube, das war dem Zeitgeist entsprechend genau das, was man gerne hören möchte. Da kann ich mich mit identifizieren, ohne dass ich mich radikalisiere. Fahr mich bloß nicht verhüschen. Bab war Anfang der 80er Jahre die Band in Deutschland, die deutsche Rockband, die den Takt angegeben hat. Also die haben es geschafft, mit ihrem Mundartgesang das Kölsch hinauszutragen ins ganze Land. Und sie waren Vorbilder, glaube ich, für alle, auch in dem Sinne, dass sie sehr selbstbestimmt waren. Das war eben diese Zeit, wo Wackersdorf und so weiter, diese ganzen, oder Friedensdemo Bonn, und da gehörte Bab auch hin. Burglengenfeld wird an diesem Wochenende der Mittelpunkt dieser Republik sein. 80.000 Watt sorgen dafür, dass man nichts überhört. Friedlich soll es zugehen, dafür haben die Veranstalter und die 700 Ordnungskräfte engagiert. Alkohol ist strikt untersagt. Das hätte schon eher stattfinden sollen als wie jetzt. Ne? Aber wie es bei uns ist, Twitter hat man ja wieder gesehen, der Staat sträubt sich, alles sträubt sich bei uns dagegen. Ne? Das ist gerade richtig, dass es durchgesetzt worden ist. Das ist meine Meinung. Glauben Sie, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte? Also von dieser Seite aus nicht, aber wenn Sie provoziert werden, von Seiten der Polizei aus, könnte es vielleicht möglich sein. Wie würden Sie sich denn verhalten, wenn es morgen zu Auseinandersetzungen kommen sollte? Ja, ich würde halt versuchen, alles das, was ich halt an sanften Sachen drauf habe, zum Einsatz zu bringen, damit das eben dann auch blitzartig wieder aufhört. Bloß also jetzt ungeheure Verhaltensmaßregeln habe ich da nicht. Es war ganz klar eine Band mit politischem Statement, aber keine Politband. Aber sie hatten eine ganz klare politische Message. Und sag mal, rein menschlich komme ich mit dem Waffen prima zurecht. Wunderbar. Aber politisch bin ich mit dem auch wieder auseinander. Zum Beispiel macht er Musik für die Grünen oder für die SPD, spielt er auch öffentlich. Hab ich gesagt, komm, spiel mal einmal für die CDU, kriegst von mir 1000 Mark. Ja, da lacht er wohl, Gott gönnt nichts. Kann er wohl sich zu Jutro verzichten. Ja, jeder. Ich würde nicht für 1000 Mark für die Grünen spielen. Da war eine Stimmung in der Gesellschaft und da passte diese Band, das hat alles wie Faust auf Auge gepasst. Also ich glaube, 10 Jahre vorher oder 10 Jahre später hätte das nicht funktioniert. Es ist Bab gelungen, mit dieser Glaubwürdigkeit und mit dieser Aufrichtigkeit eine Zeit lang die gesamte Nation einzufangen. Painful, alles okay. Doch die kostbarsten Momente sind vorbei. Schon klar, all die Augenblicke nimmt mir keiner wie. Ganz bestimmt, die nimmt mir keiner wie. Auf der Unplugged-Tour haben wir direkt neben dem Dom gespielt. Und da habe ich direkt unmittelbar unbeliebt gemacht. Ich habe das Publikum direkt gefragt, ob denen auch mit 2 Türmen geht. Ein sehr schöner Dom, aber gibt es den auch mit 2 Türmen? Wir haben ja bis 84 uns geweigert, in großen Hallen zu spielen. Das heißt, die Konzerte waren teilweise irrsinnig nah beieinander. Wenn wir beispielsweise in Mainz gespielt haben, dann haben wir auch in Wiesbaden gespielt. Wir wollten halt immer schön nah sein bei den Leuten. Und ich habe das auch am allerliebsten, wenn ich bis hinten hingucken kann, wie die Leute drauf sind, weil ich bin ja sozusagen auch der Gastgeber. Ich muss ja sehen, dass sich alle wohlfühlen. Und wenn ich das nicht mehr sehen kann, wenn das hinten so ins Schwarze übergeht, beunruhigt mich das auch. Kriege ich auch hin. Aber schöner ist es schon, wenn man die Leute wirklich alle sieht. Sing ich, denke, kann alles Rock'n'Roll. Alles aus der Hüfte, ohne Protokoll. Ohne Kompass. Hey und down verbrannte Brot. All die Oberblicke nimmer keiner mehr. Da war dieses Jahr 82, wo wir von Stones gespielt hatten, dann 10. Juni gegen die Nachrüstung. Dann kam der Rüschel, rief an, ob wir da Lorelei Rockpalast
Eurovision spielen wollten und hatten schon eigentlich gesagt, wir wollten das lieber nicht. Dann kaum lag der Hörer, guckten sich alle an, sagten, das geht nicht, wir müssen das machen. Dann nochmal angerufen und haben gesagt, okay, wir machen das. Gott sei Dank. Wollt ihr euch eine schöne Großbestelle? Rockpalast war rappelvoll, eine unfassbare Stimmung. Das war auch so, wie die singen das alle mit. Das war viele haben uns da auch zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Weil wir waren ja nicht unbedingt jetzt so eine Musicians-Band, wo alle Musikerkollegen erstaunt waren, was wir alles konnten oder was. Aber das, was wir so an Magie erzeugen konnten, das war schon einmalig. Also, die Chemie dieser Garagenband hat funktioniert. Wir haben, glaube ich, erst begriffen, als wir da standen, was das bedeutete. Die Leute, die uns bis dahin gut fanden, die waren alle da oben. Und die haben das nochmal multipliziert. Und zwar eurovisionsweit. Manchmal setz ich hin, wenn ich warm nicht warm. Jetzt noch kommen Wort, wie es kommt, wie es jetzt ist. Und ich sag mal, dass es irgendwo Wege ja muss. Grados. Ich will an der Wand und wenn mich drehe recht lang. Ich an den Stämmen noch im Ohr und ich frage mich nur, ob da alles nichts war in den letzten paar Jahren mit dir. Und nicht so wie der Boss. Alles. Wir haben etliche Stücke zum ersten Mal auf der Loreley vor Leuten gespielt. Kein Warm-up, gar nichts, überhaupt nichts. Wir haben es doch gewagt. Normalerweise brauchst du ja ein bisschen Vorlauf, dass du dich überhaupt traust, eine neue Nummer zu spielen. Doch, wir haben es einfach gemacht. Diese Unverfrorenheit hat das doch wunderbar, wunderbar angenommen worden. Ich wüsste nicht, in welcher Studentenbude deren Platten nicht gelaufen wären. Ja, das mit Kristallnacht, verdammt lang her und so weiter, haben sie absolute Ausrufezeichen gesetzt, wirklich Klassiker geschrieben, die auch heute noch eine Relevanz haben, die heute noch berühren. Also ich habe ja das, was mein Vater sich vorgestellt hat, was ich mal werden sollte, habe ich ja enttäuscht. Also mein Vater hätte sich vorgestellt, dass ich irgendwie Jura studiere, Betriebswirtschaft oder gut, Arzt war wohl, oder Architekt oder irgendwie sowas. Der hat dann doch diese ganze Musikmacherei, hat er auch kein Verständnis für. Das erste Album, das wir aufgenommen haben, war auch noch, wie er sagte, nur politische Frechheiten drauf. Dein Verhältnis zu deinem Vater und zu meinem Vater war ja vergleichbar ähnlich, aber bei deinem Vater war das schon irgendwie in eine andere Richtung gelaufen als bei meinem. Hat sich nichts geändert. Das Fachwerk, genauso wie vor 39 Jahren. Unglaublich, dass sich da nichts geändert hat. Die Leute, die das gemacht haben, sind jetzt pensioniert. Da ist ja der Mann drin. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich den Schmal wirklich sehr vermisst habe. Das war schon klasse, aber irgendwann hat sich das halt geändert. Ist oft im Leben so, dass man plötzlich irgendwo an einer Weggabelung dann doch auseinandergeht. Wow. Also, mir kommt mir schon größer vor. Jetzt kommt dir das größer vor? Kommt mir größer vor. Ja? Wahrscheinlich liegt es daran, weil hier war ja alles vollgestellt. Alles voll. Die riesen PA, die haben die riesen Boxen aufgebaut. Und das alles in die Richtung. Ne? Mhm. Und das Pult stand hier. Dann der Effendi, hier Orgel, natürlich Stefan Jans in der Ecke. Oh, und ich weiß nicht, wie der Major mich anguckt und sagte, ja, zu allen Ernstes, so verdammt lange her. Das war so eine Hilflosigkeit, ne? Ja, ja. Was fangen wir denn jetzt mit dem Tod des Vaters an? Ja, ja. Das war ja ein total trauriges Stück. Natürlich. Hatte kein Refrain und gar nichts. Da wollte ja auch keiner dran. Weißt du, war ja nur traurig, war ja nur betroffen. Ja.
weißt du, wir wollten doch noch richtig. Ja. Ne? Der Refrain, ich meine, das ist die blödste Möglichkeit von Refrain überhaupt. Hintereinander nur verdammt lang her singen. Was ja, wahrscheinlich ja. nachher wirklich auch dazu beigetragen hat, dass es jeder mitsingen konnte. Ja, und dann kam der mit diesem. Mit diesem auf Police gespielten Under My Thumb Anfangslick. Diese Achtel, ne? Dann kam der damit an, das war. Fing Under My Thumb an und das Ganze dann auf Police gespielt. Und dann auf die Back. Hat mir so viel Spaß gemacht immer. Ne, das haben wir gut gemacht, dieses Stück da. Wir haben alle am gleichen Ende vom Tau gezogen. Alle. Wir hatten keine Zwistigkeiten, gar nichts. Nee, da war noch ja nichts. Das war toll. Da die Erkenntnis zu einem Lied wurde, ist lang her. Also wenn ich heute an meinen Vater denke, dann denke ich auch, dass ich ihm sehr viel Unrecht angetan habe. Weil ich war natürlich in diesen Jahren, wo ich mich dann losgelöst habe, auch sehr selbstgerecht. Aber ich hätte schon in den Jahren zwischen 20 und 29, hätte ich schon sagen können, komm, das kriegen wir wieder geregelt. Aber ich habe es versäumt. Tut mir sehr leid. Letztendlich handelt ja dann auch verdammt lange her davon, dass wir dann irgendwie in so eine Sprachlosigkeit versunken sind, die ich aber blöderweise nicht mehr aufbrechen konnte. Hey, ja, wo, bei mir ist gespielt, dann warst du doch unfassbar nah. Ohne das Engagement meines Vaters hätte es diesen kleinen Lebensmittelladen nicht gegeben und wäre auch wahrscheinlich nicht überlebensfähig gewesen. Aber dadurch, dass er auch unglaublich bescheiden war und auch ein Arbeitstier war, seine Verantwortung für diese Familie hat ihn nie verlassen. Ich glaube, das hat mein Vater mir schon so hinterlassen, dass ich pflichtbewusst bin. Man kann auch als Rock'n'Roller pflichtbewusst sein. Man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber seinem direkten Umfeld, für Familie, für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Die Geschichte, wo man am deutlichsten merkt, wie er drauf war, war die von der Madonna, vor der das ewige Licht im Treppenhaus stand. Und mein Vater ist tatsächlich abends immer extra als Letzter zu Bett gegangen, damit er, weil er dachte, es würde keiner merken, und hat nachts dieses ewige Licht aus der Fassung kurz gedreht, damit über Nacht kein Strom verbraucht wird. Und am Morgens als Erster aufgestanden, wieder hingegangen, wieder angemacht. Und ich glaube, der hat zeitlebens gemeint, das hätte keiner mitgekriegt. Natürlich haben sich alle darüber köstlich amüsiert, dass er das immer noch machte. Aber man hat ihn in seinen Glauben gelassen. Auch die, wie den Hinachs überwacht. Mein Vater ist 80 gestorben, da hat man noch nicht das zweite Album aufgenommen. Also der hat mich auch nie auf der Bühne irgendwo gesehen. Die Kölner Rockgruppe BAP ist unterwegs zu einer 16-tägigen Tournee durch die DDR. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze. Wir wussten, dass es massenhaft Fans in der DDR gab. Und wir wussten auch, dass die Platten nicht verfügbar waren und dass die Fans sich Westradio-Sendungen aufgenommen hatten. Und dann kam ja irgendwann die Sache mit dem Palast der Republik. Da sollten sie nämlich spielen. Und zwar zur Veranstaltung Rock für den Frieden. Die fand jedes Jahr immer im Januar statt. Und dazu gehörte dann, dass wir einen Fernsehauftritt machten, einen vorbereitenden Fernsehauftritt, das war bei Rund, eine Fernsehsendung namens Rund, und dann eben auch eine Tour durch 14 Städte. Heute hier in der Hyperschale in Magdeburg. Der Fernsehauftritt, der wurde zwei Tage geprobt, also für eine Sendung, wo man sowieso nur Playback spielt, zwei Tage proben war echt schon merkwürdig. Und die, was sie geprobt haben, waren die Anmoderationen. Und das, was man sagen sollte. Und anscheinend habe ich bei keiner dieser Proben das gesagt, was sie gerne gehört hätten. Aus der BRD, BAP. Ja, und dann kam keiner auf die Bühne, um mich zu interviewen. Wir standen auf der Bühne wie bestellt und nicht abgeholt. Wir haben direkt kapiert, was gemeint war. Und da habe ich dann einen Text geschrieben, der das, was ich hätte sagen wollen, etwas übersteigerter Form gesagt hat. Wieso wir in der DDR spielen. Das Stück hieß, deshalb spielen wir hier. In Ostberlin angekommen, kam dann einer von der Kulturbehörde und wollte dann den Text von dem neuen Stück sehen. Und dann sind den natürlich
die Augen rausgefahren, das, was sie dann lesen mussten. Und, wir sind aber hart geblieben. Unser Manager, der sagte, Leute, lass mal einpacken, wir fahren nach Hause. Es war klar, also wenn wir die Nummer spielen wollten, no way. Die Leute wussten nicht, dass Bab nicht spielt. Es war wirklich so, das Saallicht ging aus und die Leute haben geklatscht und dachten, jetzt kommt Bab. Und dafür spielen jetzt die Pudis. Die Leute erstmal, hä, wie jetzt? Ein paar haben den Oboe gerufen und die Leute waren enttäuscht. Mit der Absage seiner Tournee oder der Tournee von Bab in der DDR, da hat er wirklich eigenes Urteilsvermögen und Persönlichkeit gezeigt. Im Deutschen Eck haben wir relativ oft gespielt. Den letzten Auftritt mit Major haben wir da gemacht. Das war 99. Und dann haben sich einfach die Wege getrennt. Der wollte was anderes als ich. Und vor allen Dingen, er wollte nicht mehr Kölsch singen und mehr Pop, mehr Radiotalkig machen. Das ging dann eben, war nicht mehr miteinander zu vereinbaren. Und dann ist er ausgestiegen. Aber die Zeit war schon sehr, sehr wichtig. Also wenn der Major uns nicht Rocken beigebracht hätte, würden wir heute nicht mehr stehen. Muss man, wenn du den ersten findest, hier, man einfach daran denken, dass du dann immer hören musst. Der Wolfgang wollte textbezogene Rockmusik machen. Und der Major hingegen, der wollte halt mehr Popmusik machen. Und das waren eben die Sachen, die da aufeinander geprallt sind. Und das kam auch oft zu Reibereien. Und es gab Zeiten, wo die dann im Studio stundenlang sich über Texte auseinandergesetzt haben. Und nur um Kleinigkeiten. Da Mord zum Träumen, ja, da bin ich ja immer. Ne? Ja, aber bis dahin kommen. Es ist nun mal so, dass derjenige, der die Texte schreibt in der Band, auch die Person ist, die am meisten von sich offenlegt, die am meisten reinhaut und einen hohen Preis bezahlt. Und das ist schwierig, den Bandkollegen einen Text zu präsentieren, wenn die damit nichts anfangen können. Das sind sehr empfindliche Momente. Klar war es, er war von Anfang an die Galionsfigur. Das hätte eigentlich nach wie vor, wie die erste Platte, die hieß ja auch Wolfgang Niedeckens Bab, wie es heute wieder heißt. Und die zweite Platte hieß dann, glaube ich, nur noch Bab. Das hätte man eigentlich schon sein lassen können. Bab war immer er. Er hat diese Truppe ausgemacht. Keiner hat die Gabe gehabt, das so zu schreiben. Oder überhaupt Texte zu schreiben. Nee, keiner in der Band. Das ging, dass darüber diskutiert wurde, ging erst bei Ahnmännern los. Okay, so, Achtung. Das Paradestück war halt Nie mit Algebra. Das handelte ausschließlich von mir und von dem, was ich bis dahin erlebt hatte. Und nach dieser Geschichte ist das nie mehr passiert, dass jemand versucht hat, mit mir gemeinsam die Texte zu erarbeiten. Weil das geht einfach. Weil ich arbeite ja wie ein Maler. Ich arbeite an den Texten wie ein Maler. Und du kannst nicht bei einem Maler sagen, mal da ein bisschen mehr Gelb und da ein bisschen mehr Rot. Dafür ist dieses Textschreiben und das Malen einfach zu individualistisch von Grund auf. Und Kunst hat auch mit Demokratie an der Stelle nichts zu tun. Die Parkbänke sind zum Überwinden gelaufen. Und wie Chink passiert das selbst. Für die nächste Zeit mit mir. Hab mich schon lange darauf gefreut, uns wieder Wurzeln zu schlagen. Nicht, dass ich es auf wieder wollt. Ich will mich hochfahren. Na, natürlich auch der richtige Schal, natürlich. Ich hab mich rum hier drin. Ich hab mich rum hier los. Das ist der Rheinauhafen, wo ich dann mit meinem Vater hingefahren bin, um die Dosenmilch abzuholen. Weil ich das so unglaublich abenteuerlich fand. Ich durfte in den Hafen, du durftest nur da rein, wenn du da auch was zu tun hattest. War der Hammer. Du bist Gesichter, Junge, alle Lück, bis Zimmer ist kein Strauß. Für mich sind das alles Streck, die ich erlebe, sieg ich Kind. Also ich rede eigentlich ganz gerne immer vom Heimathafen, anstatt nur von Heimat. Ein Heimathafen, von dem aus kann man aufbrechen und zu dem kommt man zurück. Und es ist ein tolles Gefühl, ein Heimathafen zu haben. Irgendwo eine Stelle auf der Welt, wo man tatsächlich hingehört. Mein Koordinatensystem, das geht immer wieder irgendwo in Richtung Köln. Dass er das in sich trägt,
versetzt ihn auch in die Lage, weil er weiß, wo seine Wurzeln sind, seine Verankerung ist, in Köln, am Rhein, dann wiederum gleichzeitig Weltoffenheit zu demonstrieren. Und deshalb hoffe ich sehr, dass er seinen Standort am Rhein weiternimmt, um eine Stimme zu sein, die für Gerechtigkeit in der Welt kämpft und vor allen Dingen sehr viel Aufmerksamkeit und Warnung vermittelt weiterhin gegen Rechtsradikale. Ich habe den Eindruck, dass seine Familie ihm auch sehr wichtig ist. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in dem einen Lied, wo er ganz stolz über seine Tochter schreibt, wo er plötzlich feststellt, ist er jetzt erwachsen geworden. Ja, doch als Prinzessin, Pippi Langstrumpf oder Fee. Und wenn man das jetzt auf Hochdeutsch hören würde, würde es fast vielleicht kitschig klingen. Aber ich finde, durch dieses Rheinländische ist es so verfremdet und wirkt so echt. Da merkt man auch, ja, den einfach liebenden Vater.